Ich stehe hier, weil ich mich für Kernkraft einsetze. Habe ich mir vor 10 Jahren, vor 5 Jahren vielleicht auch noch gar nicht träumen lassen. Ich bin einer von denen, die, also ich bin Baujahr 58, habe zufällig heute Geburtstag. Und ich bin also in einer Umgebung groß geworden, wo meine Generation, ganz am Anfang war es wahrscheinlich noch, da war ich noch Kind, fand ich irgendwie Technik toll. Aber dann kam eben auch sehr bald die Zeit, wo Leute, die irgendwie cool waren und links waren und nicht keine Streber waren, von Haus aus gegen Kernkraft, gegen das, was einem da von oben reingedrückt würde, waren. Und ich war dann auch nicht wirklich aktiv, aber doch auf ein paar Demos dabei. Vor Kalka habe ich demonstriert, habe mich mit Tränengas besprühen lassen. Und ja, heute sehe ich das ein bisschen anders. Es kam einfach nach Fukushima und meine Erfahrung ist, je mehr man dann sich dafür interessiert und je mehr man sich mit den Tatsachen beschäftigt, umso klarer wird, dass Kernenergie nicht das Böse aus der Hölle ist, aber was man so geglaubt hat. Und dann noch weiter, dass es in der jetzigen Zeit, wo Klimawandel ein Thema ist, wo man nicht mehr wegschauen kann, dass es notwendig ist und unumgänglich ist, die Kernkraft mit hinzuzunehmen. Aber diese Diskussion, die ist nicht immer sachlich, sehr polarisiert in unserer Gesellschaft und manchmal auch ein bisschen Hass erfüllt. Und das ist der Anlass für die Rede, die ich halten will. Da war ein Tweet von jemand, der vor 1,5 oder 2 Jahren mal auf Twitter geschrieben hat. Es ist für mich auch kein Problem, alte Nuklearbefürworter nach Tschernobyl zu exportieren. Wenn nötig, dann zwangsweise. Und dann dachte ich mir so, oh, was würde man denn auf sowas sagen? Ich habe nicht auf Twitter geantwortet, aber ich habe mir so im Kopf ein paar Dinge zusammengereimt und das wäre dann vielleicht ein bisschen polemischer, aber es wäre eine Antwort. Nein, ihr müsst uns nicht gewaltsam abschieben. Wir Nuklearier, wir gehen freiwillig nach Tschernobyl, um dort zu leben. Ihr müsst uns nur eins versprechen. Ihr werdet klimaneutral bis 2050. Danach wird kein Gramm Kohle oder Erdgas mehr verfeuert. Kein Hektar Regenwald abgemacht für eure Autos oder eure pupsenden Rinder. Aber das habt ihr ja schon versprochen, Paris 2015. Eigentlich für alle verbindlich. Aber was machen wir in der strahlenden Wüste? Am Schauplatz des schrecklichsten Unglücks der Menschheitsgeschichte. Stimmt das? Die Natur dort ist großartig. Die meisten von uns haben kein so allzu großes Problem, dort zu leben. Wir wissen ungefähr, welche Strahlung unseren Kindern wehtut und welche nicht. Und deswegen haben wir weniger Angst davor, als ihr, die ihr in 2000 Kilometer Entfernung lebt. Vielleicht essen wir nicht alle Pilze, aber das haben wir vorher eigentlich auch nicht gemacht. Und wir werden Kraftwerke bauen. Zuerst fangen wir an mit ein paar Leichtwasserreaktoren. Bald darauf schließen wir den Brennstoffkreislauf und haben Uran für 1000 Jahre. Vielleicht gehen wir auch zu Thorium über und lassen uns den Brennstoff schenken von den Besitzern der Minen für seltene Erden. Oder wenn dann die Fusion endlich funktioniert, dann bauen wir ITER 4G, basierend auf Bohr statt auf Lithium und ganz ohne Neutronen. Dank der kompakten Kernenergie bleibt uns bei uns weiterhin genug Platz für Wälder, Bären und Wölfe. Und wir werden nicht arm sein. Unsere Marie Curie University of New Pripyat wird die beste mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Universität der Welt sein. Unsere Nachbarn werden uns mögen, weil die inzwischen aus Deutschland und anderen Ländern abgewanderte Industrie um unseren Zaun herum Geld und qualifizierte Arbeitsplätze gebracht hat. Auf unseren Brennstoff passen wir auf, dass kein Bösewicht drankommt. Wenn er aus dem Reaktor kommt, wird er säuberlich getrennt. Aus dem langlebigen Teil wird wieder Energie gemacht. Ein Teil der schnell zerfallenden Spaltprodukte wird für die Medizin extrahiert. Und der Rest kommt 200 Jahre in Containern auf einen Parkplatz und dann ist er kalt. Und wir versprechen euch, dass keiner unserer Reaktoren je explodieren wird. Auch wenn ihr es nicht glaubt, dieses Versprechen ist 100-mal leichter zu halten als das eure. Wir werden euch sogar helfen bei eurer Energiewende. Wenn ihr erwartungsgemäß in Deutschland bis 2031 kein von den Bewohnern akzeptiertes Endlager gefunden habt, dürft ihr uns euren Atommüll schenken. Und wir verkaufen euch Strom, wenn ihr ihn braucht, oder liefern euch Wasserstoff, dass ihr in windarmen Wintern nicht frieren müsst.
Allerdings wird das je nach Nachfrage nicht immer so ganz billig für euch. Aber mit 1 Euro pro Kilowattstunde ab Kraftwerk können wir zu den Zeiten sicher mit eurem Inlandsangebot konkurrieren. Aber wehe, ihr haltet euer Versprechen nicht. Wehe, wenn ihr uns 2048 erzählt, dass euer Volk die Schulden nicht mehr bezahlen will und die Populisten in euren Ländern marodieren. Und dass ihr deshalb leider noch weitere 100 Jahre fossile Brennstoffe verbrennen müsst. Egal, ob die Erde dann nochmal 5 Grad wärmer wird oder nicht. Dann warten wir einfach ein paar Tage, bis der Wind von uns in eure Richtung weht. Und dann lassen wir ein bisschen Dampf ab. Keine Angst, der letzte Satz war nur zum Spaß. In Wirklichkeit sind unsere Kernkraftwerke technisch so eingerichtet, dass sie gar keine Radioaktivität freisetzen können. Selbst wenn der Betreiber es versuchen würde. Vielleicht kaufen wir am Ende einfach nur euer Land auf und ihr dürft dann mit euren Händen Gemüse für uns anbauen. In diesem Sinne, ich sage immer gerne, wir haben die 6 Richtigen, noch haben wir 6 Richtige. Schauen wir, dass wir die Chance nicht verpassen.